So, hallo ihr hübschen Menschen, euer Capella mal wieder am Start zu Warcraft 3 Reforged in der Arthas-Kampagne zu Kapitel immer noch Nummer 7, aber zu Teil 3, der Weg zum oberen Königreich. In der letzten Folge haben wir ja die Namenlosen besiegt und by the way, mal so nebenbei, ist ja jetzt, wenn ich das aufgenommen habe, ist ja schon The Last of Us Part 2 am Start. Je nachdem, wie ich das drehe und wende, aber in der Regel sollte es so sein. Ja, Leute, für alle, die das noch nicht gesehen haben, gerne mal vorbeischauen. Bei The Last of Us Part 2 werde ich ja dann als Let's Playen. Und je nachdem, bin ich mal gespannt. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Außer ihr wollt selber zocken und die Story nicht gespoilert bekommen. Das kann natürlich sein. Dann natürlich ganz klar Finger weg, ne? Uns läuft die Zeit davon, Anubarak. Wie weit ist es zum Ausgang? Nicht weit. Wir sind im oberen Königreich angelangt. Der Ausgang sollte uns zum Fuß des Gletschers führen. Aber wir müssen noch mit verborgenen Fallen und Abgründen rechnen. In Deckung! Arthas! Der gesamte Durchgang ist eingestürzt. Wir haben keine Zeit, uns durchzugraben. Ich muss schnell handeln und selbst einen Weg hinausfinden. Hoffentlich haben Anubarak und die anderen überlebt. So, jetzt sind wir alleine mit Artiboy. Endlich. Ja, sind wir auch. Das ist schon besser. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Das Inventar ist voll. Frostgrab. Ich weiß nicht, ob wir... Wenn ich diesen Flammen zu nahe komme, werden sie mich verbrennen. Das ist schon besser. Wir haben über einiges anfallen. Endlich. Ich werde dieses Gold brauchen, wenn ich den Gletscher erreiche. Überleg mal, hier haben wir wieder 1650. Auch hier wieder ein kleiner interessanter Trigger-Auslöser. Wir haben ja das letzte Gold von der Kampagne wurde gestackt. Also sprich, es wurde dann auch im Integer gespeichert und dieser Integer wurde dann umgewandelt in der entsprechenden Zahl, die man dann als Gold haben will. Für den Lichtkönig. Und ich sehe gerade, ich muss mich sogar beeilen. Schon wieder vermaledeite Neruba-Mechanismen. Hier ist genaues Zeitgefühl gefragt. Ah, endlich. Ah, endlich. Frostgram hat Hunger. Endlich. Lief nicht so optimal. Das ist schon besser. Aber nichtsdestotrotz... Jetzt, Frostgram! Ah, endlich! Das Inventar ist voll! Boah, Alter, Klaue 15 Angriff. Das ist natürlich... Endlich! Mehr Gold! Quite das könnte böse. Uns später nützen. Ah, endlich! Das ist aber eine Lebensregeneration. Noch ein Leben. Jetzt hat er aber auch schon Schaden am Start. Diesmal? Das ist schon böse. Endlich. Mana lädt das auch auf? Nee, natürlich das nicht. Das ist schon besser. Ah, endlich. Frostgram hat Hunger. Das ist schon besser. Feiger Verräter. Ah, endlich. Also ich habe so das Gefühl, dass wir... diesen Kampf hier gar nicht haben wollen. Frostgram hat Hunger. Oder gehe ich deswegen drauf? Scheiße. Das ist schon besser. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Endlose Pein erwartet euch. Ah, endlich. Frostgram hat Hunger. Endlich. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Endlich. 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 Ich muss einen Weg über dieses seltsame Hindernis finden. Jetzt werdet ihr leiden. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Tja, das war's. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Puh. Ah, endlich.
Was greifen die denn da bitte an? Endlich. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Frostgram hat Hunger. Alter, das Leben ist aber auch für den Arsch. Oh. Anubarak, ihr habt es geschafft. Nun wird mir klar, warum der Lichtkönig euch zu seinem Champion erkoren hat. Weil ihr so schnell seid, oder was? Nur wenige hätten allein in diesem Labyrinth überlebt. So, darf ich vielleicht aber jetzt ein Nerubera... Ach so. Niemand erteilt mir noch ein Erdbeben. Ja, wir müssen uns sputen, Todesritter. Ja. Das ist schon besser. Etwas bricht durch. Verteidigungsposition einnehmen. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Feiger Verräter. Endlich. Dass man seinen Helden auch nicht heilen kann. Das haben sie echt fies gemacht. Sehr fies. Frostgram hat Hunger. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ah, endlich. Vorsicht. Das ist schon besser. Ah, endlich. Nee. Endlich. Frostgram hat Hunger. Ah, endlich. Jassens, Alter. Das ist ein bisschen heftig hier mit dem wenig Low Life hier, was wir hier noch haben. Ah, das hör auf. Solange er sich nicht selber heilen kann. Was ist das diesmal, Leute? Das ist schon besser. Vorsicht. Endlich. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen den Ausgang finden. Ja, warte. Wir haben noch Zeit. Oh, Sie ich bin... versperren den Weg Komm, zum wir Ausgang. Finden hier noch irgendwie einen Heiltrank oder so. Wir müssen uns durchkämpfen, wenn wir ihn erreichen wollen. Endlich. Ach, dann, das war's schon. Wie viel haben wir noch? 5 Minuten haben wir gesagt. Na ja, gut. Ah, endlich. Sprecht, Herr Vers. Zweifellos. Niemand erteilt mir Befehl. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Jetzt, Frostgram. Frostgram hat Hunger. Müssen wir gegen den kämpfen? Sieht so aus. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ah, endlich. Ich habe die Macht vernommen. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Angriffe können Dunkelheit-Dinger erschaffen. Aha, aha, aha. 5 Angriffe, verlangsamen. Na, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Komm. Das ist schon Inventar besser. Ist voll. Finden wir gut. Wollen Vorsicht. Wir haben. Das Inventar Frostgram ist voll. Frostgram hat Hunger. Haben wir das jetzt geschafft? Ah, endlich. Los jetzt, durch diese Tür. Dahinter liegt der Ausgang zur Oberfläche. Die Sonne wird ein willkommener Anblick sein. Vergesst nicht, Illidan und die wahre Schlacht erwarten uns draußen. Hoffentlich hat uns die Reise durch die dunkle Erde die bitter nötige Zeit verschafft. Also ich muss ja eins mal sagen, ja. Auch hier wieder mal der Schwierigkeitsgrad angemerkt, ja. Also hier bin ich ja im weitesten Sinne nur durchgerannt. Ich hatte Glück, dass ich jetzt so gesehen mit Arthas nicht gestorben bin. Und ich habe alle Münzen gefunden. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine andere Mission hatten, aber ganz im Ernst, 10 Minuten Spielzeit für diese Karte jetzt kurz vor Schluss? Weiß ich nicht. Komisch, oder? Was sagt ihr dazu? Naja.
Ich würde sagen, denn ja, das war's schon. Kurze Folge, aber umso schöner ist es, dann gibt's morgen so gesehen wieder ein Part von The Last of Us. Natürlich will ich jetzt keine Gewähr leisten, weil kann auch sein, dass ich das irgendwie drehe und wende mit diesen Parts, kann ja sein. Und dann ist halt wieder anders, ja. Das, weil das ist hier eine Voraufnahme, ja. Heute ist der 2.6. Wohl bemerkt, ja. So mal zum Verständnis. Aufnahmezeit ist der 2.6. Und meine Aufnahmen reichen jetzt bis zum 19. Sprich, ja. In dem Sinne würde ich sagen, tschö mit Ö.